Hellersdorfer Straße, Berlin-Kiemberg, bei den Gärten der Welt. Herzlich willkommen in Ost-Berlin, meine lieben Freunde. Heute die Sonne scheint, ein bisschen länger wie im Westen. Guten Tag. Freunde, wir sind bei den Gärten der Welt, Berlin-Marzahn, Kiemberg. Und zwar zeige ich euch heute die Cable Car Bahn. Ja, also die Seilbahn in Berlin. Ich wohne knapp seit 30 Jahren in Berlin, ja, und ich war noch nie in meinem ganzen Leben hier. Vor allem nicht an dieser Seilbahn. Es ist unglaublich. Wir quatschen nicht so viel drum rum. Lasst euch überraschen und ich würde sagen, Intro. All in the Mix und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja schon mitbekommen, worum es hier geht. Wir gehen heute zu der Seilbahn und ich sehe sie sogar von hier. Mir fehlen die Worte. Alter, das sieht aus wie irgendwo in Österreich, Schweiz, aber nicht in Berlin. Freunde, wir sind in Berlin und wir gehen zu dieser Seilbahn jetzt sofort. Freunde, heute mal ein Video mit einem Mehrwert und zwar haben wir heute einen Gast mit dabei und ihr seht daher, dass der Ort sehr, sehr schön ist hier und das wird ein Riesenerlebnis sein, da bin ich mir sicher. Haben wir heute einen Gast mit dabei und zwar Comeback TV. Was geht ab? Oh, shit! Yeah. Was geht ab? Alles fresh? Und wisst ihr warum? Den zweiten Teil seht ihr bei Comeback auf seinem Kanal, El Kampinski. Schau gerne mal vorbei. Kommt einen Tag später, also morgen dann. Ja. Und ja, ich wollte mir das auch mal anschauen, weil ich war ja in... Mann, ich bin excited, ich war noch nie in meinem Leben hier. Ich war auch noch nicht hier. Ja. Und ihr seht halt, wie fett Berlin ist, weil ich zum Beispiel, ich komme aus Schöneberg. Und allein um hierher zu kommen, brauche ich 1 Stunde, 15 Minuten, 1,5 Stunden. Wir sind lang gefahren, Man ist riesig gefahren, ihr seht, wie riesig Berlin ist. Und ich war in dieser Ecke noch nie gewesen. Und man kennt ja diese Cable Cars aus Medellin. Und gerade habe ich wirklich kein Geld für Medellin, deswegen dachte ich mir, ich komme mal schön in Marzahn, ja. Marzahn ist so grün, ist heftig. Man denkt ja immer nur Plattenbau und so. Gibt es zwar auch, ja, aber ihr seht, es ist wirklich sehr grün. Nee, ist geil, ich bin ist gespannt. Ist auch voll die Fläche hier, ne? Auf jeden Fall, ja. Hier ist nicht so viel verbaut. Nicht viel verbaut. Noch. Und ja, ich bin gespannt. Also hey, wir sind kurz davor, Digga. Ja, ich hoffe, man ist auch offen noch. Ich auch, weil ich bin wie so ein kleines Kind gerade. Ja, das ist safe, bis 18 Uhr soll es immer sein. Wow! Guckt euch das an. Super modern, das Ganze in Berlin. Und hier ist die Station, wo das Ganze endet oder anfängt, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt. Und die Öffnungszeiten müssten eigentlich passen. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Das Ganze hat bis 18 Uhr offen. Und hier sind wir in der Ost-Berlin-Romantik. Freunde, schaut euch das an. Der Comeback ist schon ganz vorne und filmt, was das Zeug hält. Und da fahren wir jetzt mit. Hier haben wir ein Ticket. Für Erwachsene, Ermäßigung gibt es nicht. Erst ab Schüler nur. Und das Ticket kostet hier 6,50 Euro mit einmal hin und zurück. Heftig, Freunde. Guckt euch mal bitte an, wie das aussieht. Bevor wir damit fahren, dachte ich mir, gehen wir ein bisschen näher ran. Und ich bin noch nie in meinem Leben damit gefahren, mit so einem Ding in der Luft. Noch nie. Das wird mein allererstes Mal sein. Bro, ich habe aber keine Angst oder keine Höhenangst. Ich werde auch in Zukunft Bungee-Jumping für euch machen und. Aber schaut mal bitte, das ist ja voller Hightech hier. Das ist ja richtig Hightech, das Ganze. Und hier ist das mit der Anlage, wie das Ganze hier aussieht. So, jetzt mal hier die Treppen hoch und mal gucken, wie das aussieht. Geil, wie das aussieht. Hammerhart, wie leise die Dinger sich fortbewegen. Ja, also schon krass, Diggi. Schaut euch das an. Man denkt, das ist nicht in Berlin. Hey, Comeback, man denkt, das ist ganz woanders, Mann. Aber das ist Berlin. Es schaut nicht wie in Berlin aus. Und wir haben, ich habe das in Bogota gemacht, das ist wirklich so ähnlich. Heftig, Digga. Es schaut wirklich nicht wie Berlin aus. Und das Krasse ist, wir sind noch hinten im Plattenbau, habe ich in meinem Video auch gesagt. So, man realize dann erstmal, wenn man jetzt hier steht, könnte man denken, man ist in Japan so ein bisschen, ne? Ja. Und dann sieht man aber den wunderschönen Plattenbau von Berlin und da weiß man, ah, okay, es ist Heimat. Berlin, du bist so wunderbar. Hier hinten. Digga, du bist in Marzahn, Digga. Ich war noch nicht. Weste? Ich feier wirklich. Deswegen liebe ich Schaut euch das an, Freunde. What's going on, Digga? Krank. Digga, man denkt irgendwo Italien, irgendwo Sardinien. Deswegen habe ich mir gedacht, ja? Aber es lohnt sich wirklich. So Italien, Sardinien, aber wenn du dir vorstellst, nee, Digi, Sozialstaat. Hier fahren noch Hartz-IV-Empfänger mit. Digga, Alter. Ein bisschen Unterhaltungsfaktor muss mit sein, Freunde. Tut mir leid. Guck mal hier. Aber wie leise die sind, ne? Und ist wirklich sehr leise und ist auch richtig warm. Muss man jetzt gerade sagen. Ist wirklich sehr, sehr ist voll die Hitze. Ja? Und das kriegt man bei 22, 23 Grad. Deswegen wollte ich mal hier hinschauen. Ist auch so ein Park hier. Und ihr seht, wie das hier alles schon abgebrannt ist. Ja. Ist richtig noch Hitze. Aber es ist eine geile Ecke auf jeden Fall.
Ja, hier in so einem Plattenbau hat schon was, ne? Schon vor, du fährst irgendwo schnell einkaufen damit. Heftig. Gibt ja auch so Monatskarten, die sie anbieten, habe ich gesehen. So, Freunde, dann lass uns jetzt mal reingehen und gucken, wo wir gleich Platz nehmen. Heftig, Digga. Hier mit den Karten, super interessant. Hier muss man einscannen und dann, ja. Ich würde sagen, gerade ein bisschen Probleme beim Einchecken. Wow, ich bin baff. Mitten in Berlin sowas. Digga, was geht ab? Heftig. Alles sieht ziemlich modern aus. Und ja. Man denkt nicht, man ist in Berlin. Weißt du? Wir sind doch gar nicht in Berlin. Viel Spaß, ja? Danke. Heftig für das Haus. Krass. Genau, hopp, hopp. Schaut euch das an, Freunde. Freunde, schaut euch das an. Was geht ab, Digga? Jetzt haben wir uns ganz schön eingelegt. Ja, und die Boote. Ah ja, genau. Hab ich auch erst gecheckt danach. Und die Boote. Und ich war echt so in meine Welt gelandet. Was für Gurte. Heftig, ja. Guck mal bitte, wie das aussieht. Ist auch sehr ruhig. Was für Gurte, Digga, wenn das Ding fällt, mir tot. Ich dachte, sie told us, like, oh, they make a joke. Er hat einen Joke gemacht. This for the, to put stuff on the seatbelt. Ja, also macht man die Gurte ran, wenn wir gleich losfährt. Also Leute, und es geht zu. Wir haben jetzt gecheckt, was für Gurte, Digga. Boah, Digga. Wenn es offen wäre, wäre es geiler, finde ich, ne? Oder? Nee, offen wäre es schon zu viel, Bro. Also ich würde es ein bisschen offen, wow. Es wird viel nicer. Freunde, schaut euch das an, wir steigen immer höher. Ja, aber ist schon, guck mal. Du bist so. Es wackelt schon. Es wackelt schon, wenn man sich bewegt. Ja, ein bisschen wackelt, da bewegt schon so, ne? Ja. You afraid now? Wow, Leute, richtig geil Stimmung. Oh, der Wind. Man kann ja auch aufstehen, ne? Ja. Wow, Digga, es geht immer höher. Alter, ich hab schon so ein bisschen Bammeln. Echt jetzt? Ja, ist schon hoch. Wunderschön. Hier, okay. Find ich mal. Wow. Das ist das Schöne, wenn man es in Österreich macht, sieht man die Berge und hier sieht man den Plattenbau so, ja? Aber das Krasse ist, es ist nicht so weit, wie es aussieht, ne? Geht eigentlich. Nee, es ist nicht so weit. Ein paar Kilometer jetzt. 2-3 Kilometer höchstens, ne? Oder wie lang ist das? Die Strecke. Oh, aber schaut euch das an, Freunde. Richtig geil. Heftig. Das mitten in Berlin. Guckt euch an, bitte, wie das aussieht. Wow. Wie viele Meter sind das? Ja, das ist safe 80 Meter oder was? Über uns? Safe Bungee Jumping Vibe. So. Ah, da hinten ist der Fernsehturm, ja? Ganz einfach. Ja. Ach, der ist ein TV-Tor. Ja, da siehst du mal, wie weit wir weg sind, ne? So gesehen. Mindestens eine Stunde sind wir aus bei euch Schöneberg mindestens eine Stunde entfernt, ne? Wow. Schöneberg aus, darf ihr sehen? Guckt euch das an, Freunde. Gramberg ist auch am Film, was das Zeug hält. Ja. Und, Alter, aber guck mal hier. Nur Wiese unten, nur grünes Park. Ist schon eine geile Anlage, so. Freunde, wenn ihr in Berlin wart, ihr müsst einmal hergekommen sein. Ihr müsst hier gewesen sein. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich genieße es gerade auch. Ich enjoy das aber wirklich. Geil, Digga. Hammer. Fresh, man. Gefällt mir wirklich sehr. Die denken sich, was wegen der denn, Alter? Ja, stimmen unter uns so die Leute. Ja. Heftig, man. Krass, was abgeht. Ja. Stell dir vor, wir fahren jetzt gegen die Wand, also gegen den Pfeiler jetzt. Ich finde, das schaut schon ziemlich sehr aus, ein bisschen so wie Japan. Ja, ist krass. Dieses ganze Grüne, ein bisschen so wie in Kobe in Japan. Ja. Wow. Spürt das? Alles okay? Geil. Das schaut nicht aus wie Berlin oder was ich so. Freunde, ihr müsst euch vorstellen, wenn das Ding hier jetzt runterknacht, das wäre richtig Bullshit, Digga. Abfuck wäre das. Aber sowas von Abfuck. Das war's mit Six All in the Mix und Comeback Vibes. Sehr, sehr. Das war's, Alter. Aber geil, oder? Was sagst du? Geil, guck mal, hier siehst du ganz Ost-Berlin, Alter, sozusagen. Das ist das Ende von Berlin hier, ne? Hier richtig Marzahn, ja. Genau, und das ist auch wirklich hier das Ende von Berlin. Da hinten geht's dann auch schon Brandenburg los. Jetzt wird er ein bisschen langsamer. Ja. Ein bisschen bammeln, aber geht schon. Das geht, du kannst wirklich, also da ist schon Brandenburg dann, ne? Ja. Digga. Schon vor in der Zukunft erfing ich sowas und du kommst dann von Berlin nach New York nur. In, boah, keine Ahnung, so Highspeed oder so. Der ist ja zu hart, aber ich meine, so eine Cablecar gibt es ja auch in, gibt es ja auch den Schwebezug, Schwebebahn. Geil. In Wuppertal. Wäre eigentlich schon ganz cool, wenn wir zum Beispiel von hier bis zum Alexanderplatz. Ja, wäre geil, ja. Naja. Hat auch, glaube ich, noch niemand ein YouTube-Video gemacht, oder? Ja, heftig. Nee, ich glaube nur wenige, oder auch Leute, die keine YouTuber sind, zum Beispiel. Ja, krass. Boah, wie sollte man sich hinsetzen? Boah, Digga. Ja, man alles magnetisch hier und wirklich sehr, sehr geil gemacht. Sehr, sehr geil, ja. Da geht's auch weiter, müssen wir jetzt hier aussteigen, oder? Hier sind wir jetzt angekommen, ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Ja, da geht's weiter, lass uns richtig durchziehen. Ne? Was sollen wir denn jetzt hier an den Seiten, ne? Guck mal hier, da geht's auch nochmal weiter auf die andere Seite. Die zwei Mitarbeiter aus meinem Handy, geiler Scheiß. Man kann jetzt auch hier irgendwie aussteigen. Ich weiß es nicht, was. Aber was genau gibt es hier so? Wir bleiben da nicht weit. Ja. Irgendwas steht hier schon mal. Bobbahn. Irgendwas ist hier, ja? Bobbahn. Wenn die Tür jetzt offen bleibt, ist auch geil, ne? Wäre nicht geil, Alter. Ja. Ich würde es gut finden, wenn die Tür offen bleibt. Ja, glaube nicht. Freunde, es geht weiter. Freunde in der Sonne. Boah, aber ist schon geil, Digga.
Boah, hier musst du auf jeden Fall. Wow. Und jetzt nochmal ganz kurz. Richtig Paranoia, Digga. Heftig. Boah, nochmal hier. Steh jetzt auch mal auf, Alter. Dieser Plattenbau ist wunderschön. Guckt euch das an, Freunde. Und verstehen wir uns nicht falsch, wenn wir hier stehen, das wackelt auch schon ein bisschen, ne? Guckt mal bitte, wie das aussieht. What the heck, Bro, das ist alles in Berlin. Ich hätte nicht gedacht, dass Berlin sowas noch raushaut. Übrigens ist die Seilbahn wirklich relativ neu noch. Ja, merkt man, das ist richtig. Die haben die 2015, 2016 gelauncht, also die ist noch nicht so alt. Ja, ich habe mich da vorher nochmal erkundigt. Das Ding ist erst wirklich ein paar Jahre alt jetzt. Was heißt paar Jahre alt? Ja, so. 6-7 Jahre hat das schon jetzt erst. Ist halt neu, werde ich. Ja, das merkst du halt, ne? Schaut mal hier, wir sind wirklich so unter den Bäumen so. Die Bäume sind mindestens so 30, 40 Meter hoch. Und wir sind mindestens so 60, 70 Meter, 80 Meter hoch. Ja, also. Das ist schon eine Höhe, Alter, auf jeden Fall. Plattenproblematik, Leute. Guckt euch das an. Wow. Auf jeden Fall ein Erlebnis wert, wenn ihr nach Marzahn oder an sich in Ostberlin geht, um euch ein paar Sachen anzuschauen. Jetzt mal kurz den ollen Alex, auch geil, klar, die Aussicht und so, aber ganz ehrlich, diese Cable Bar, genau, die Cable Car, die Seilbahn müsst ihr euch auf jeden Fall geben, auf jeden Fall. Guckt mal bitte. Was geht ab? Alter, das wackelt wirklich. Ich hab Schiss, Alter. Man hat schon ein bisschen Paranoia, aber ist trotzdem geil. Ah, ne? Schau mal, hier kannst du hochgehen, siehst du? Ist wunderschön. Da oben, okay, da hättest du aussteigen können. Ach, okay, das Ding da oben. Hier oben, da kannst du rausgehen und hast dann auch nochmal einen Blick Aussicht, ne? Außerhalb der Scheibe so halt, ne? Okay. Oh, kannst was geht ab? Digga. Sie ist gar nicht begeistert davon. Die ist so ein bisschen Dings. Ja, aber hey. Aber es ist echt so romantisch, ne? Wenn du zu zweit kommst. Guck mal, da ein Pferd, einfach so aus dem Nichts, ein Pferd, Digga. Ja, und das sind diese Gärten der Welt, glaube ich, ne? Ja, hier. Und ihr seht ja auch, wie grün das ist. Wow, schaut euch das an. Sehr, sehr grün, ne? Von oben halt. Bird Eye, richtig grün. Wenn man jetzt die Seile weglässt, denkt man, wir sind jetzt irgendwo im Flieger und landen gerade, ne? Es ist auch irgendwie... Es ist manche in Berlin so, das, was ich halt nicht so cool finde. So. Genau, das ist die Gärten der Welt hier. Man weiß es wirklich nicht, wo sind wir gerade. Aber es hätte, im Endeffekt hätte man auch nur ein Ticket kaufen können hier vorne. Ja. Weil der wäre in Berlin gibt es überall, hätten auch mit dem Bus jetzt hier zurückfahren können. Stimmt. Weil hier vorne ist ja, glaube ich, auch gleich Lichtenberg, ne? Ja, stimmt, von hier kommen wir ja auch weg. Ja, yeah, something like this. Pferdchen-Vibes. Ganz entspannt auf Pferdchen. Einfach so immer Zahn so ein Pferdchen. Just a horse outside chilling. Two of them. Ja, das ist der. World of Gardens. Wow. Guck mal, da kann man richtig eiern, ne? Rumeiern. Aber es ist leider extra Eintritt hier nochmal, Freunde. Aber hier kannst du richtig krasse Videos drehen, Mann. Auch hier drin, Mann? Ja. Gärten der Welt kannst du richtig geile Videos machen. Schaut euch das an. Ja, aber leider extra Eintritt wollen die dafür, Freunde. Das sei euch schon mal gesagt. Die Cable Car, also die Seilbahn ist 1 Cent. Und, jetzt gehst du runter. Gärten der Welt ist auch nochmal einzeln. Müsst ihr alles einzeln bezahlen. How do you like it, Conny? Wie ist denn die Einrichtung? Die Einrichtung ist okay, oder? Findest du cool? Ist okay so. Also, ja, ich finde es ein bisschen so eingesperrt. Also ich sag ja, ich würde es ein bisschen schöner finden, wenn hier auch ein Fenster offen wäre. Okay. Ich meine, das ist hier nur offen. Hier. Ja gut, hier so ein aber bisschen. Aber klar, ich meine, die Mordrate heutzutage sind ja auch so. Selbstmordrate vor allem. Ja, nee, aber man sieht ja alles. Die Scheiben sind gut gemacht. Eigentlich siehst du alles sehr gut und klar. Klar, es ist halt ein bisschen stickig. Klimaanlage wäre vielleicht ein bisschen zu viel auch für so eine Seilbahn, wa? Ansonsten, alles cool, wir sind hier jetzt gelandet. Schön, ne? Ja, insgesamt geht diese Tour hier vielleicht 10 Minuten, mehr ist das nicht. Gelandet ist, Leute. Ja, aber immerhin, 10 Minuten für 6,50 €. You go back. Wir haben so. Hammerhart. Jetzt sind wir kurz raus, wir müssen nochmal neu einsteigen. Hier sozusagen die Endstation, hier muss man raus. Und dann einfach wieder neu dazusteigen. Ja, warte, war gut. Wie war's? How you feel? Ist okay, sehr, ja? Sehr, sehr nice. Aber sehr smooth auch, ne? Es hätte eigentlich gereicht, wenn wir nur eigentlich hier so, meiner Meinung nach. Ja. Diesen großen Dschungel irgendwo einfach mal was Neues, weißt du? Deswegen hat es schon gelohnt, einfach mal hierher kommen. Berlin hat so viel zu bieten, nur die meisten wissen es nicht so. Nee, viele wissen es nicht, ja. Die meisten sind immer nur an den bestimmten Plätzen, wo es halt fertig wie sicher. Geil, Mann. Ja. Schaut euch das an. Also, nochmal auf den Weg zurück. Dann haben nicht nur wir das Vergnügen, das doppelte Vergnügen mit euch, sondern ihr auch nochmal im Video. Könnt ihr euch nochmal reinziehen, wie das Ganze ist. Lehnt euch zurück, entspannt euch, setzt euch hin und guckt euch das nochmal an jetzt hier. Wir haben gleich nochmal eine Fahrt vor uns zurück. Und schaut mal, da ist schon mal der Eingang zu den Gärten der Welt, aber das machen wir nochmal ein einziges Video zu, weil ich will Marzahn nicht so einfach so abgeben. Ja? Wir werden öfters herkommen, Richtung Marzahn, Hellersdorf werden wir auch noch gehen,
Hohenschönhausen. Da ist natürlich mit Eintritt nochmal, sieht die, da wollen die auch nochmal Geld haben, da haben die alles gleich abgesperrt, da musst du die Karte scannen. Dafür muss man sich nochmal eine einzelne Karte kaufen und dann bist du drin. Wie gesagt, da kommen wir auch nochmal hin. Der Sommer ist noch nicht vorbei. So, also hier nochmal zum Eingang. Wir haben ja zwei Fahrten gebucht und ja, scannen und rüber. Und ja, wir setzen uns jetzt wieder in eine neue Kabine und fahren nochmal, haben nochmal das Vergnügen. Freust du dich, Bro? Nochmal schön in die Luft, Alter. Ich wird auch langsam hungrig. Ja. Das ist sehr geil. Ich meine, es hätte locker eine Ding gereicht. Einmal hat es gereicht, ne? Hier kommst du ja auch irgendwo. Ich meine, ja, hast recht. Ich bin immer so. Nee, weil eine Fahrt ist wirklich mindestens 10 Minuten, wo wir jetzt unterwegs waren. Genau, ja. Insofern hätte stimmt. Eine hätte gereicht, und dann sieht ja alles und so, alles gut so, ne? Auf jeden Fall. Machen wir das ganze Spiel nochmal mit, aber ihr könnt ja auch ausschreien da vorne. Ja. Hier vorne, auf dieses Ding. Ah, ja, okay. Vielleicht sollten wir es auch nochmal machen. Ja, mal machen wir vielleicht, gucken wir mal. Ja. Ja. Ansonsten, ja. Wie ist dein Eindruck? Sag's mir zum Schluss. Lass uns nochmal fahren kurz. Ja. Lass du mal reinsteigen. Kann ich gleich nochmal erwähnen. Also im Winter würde es sich sogar vielleicht mehr lohnen. Bringst du, hier weißt du, bring meine Frau her, holst dir so eine Tageskarte und fährst hier rundherum, Alter. Nachts, vor allem ab 4 Uhr, also 16 Uhr abends ist dann immer dunkel. Kannst du hier eine Braut herbringen und dann so ein bisschen Spaß haben. Juckt ja eh keine Sau. Im Winter ist ja eh kein Schwein hier, so weißt du. Unten halt, ja. Schickst du wieder, Alter. Ich wieder. Ohne Witz. So richtig in der Luft, richtig Fun haben, so weißt du. Geil, Digga. Hammer, hart. Nee, ist cool, auf jeden Fall. Ja, Gärten der Welt, ich weiß nicht, aber ich werde es einmal für die Zuschauer machen. So, keine Ahnung. Ja. Bin ich jetzt auch nicht so krass. Ich glaube, Zoo ist besser. Meinst du? Nee, die haben noch ein paar andere Orte. Ich war ein bisschen weiter reinlaufen. Auch da musst du weiter reinlaufen. Hier gibt es noch einige Orte, boah. Das war jetzt nicht alles gewesen, was du hier siehst. Gärten der Welt ist wirklich sehr groß eigentlich. Die haben ja noch diese asiatischen Gebäude und und. Das ist hier alles verteilt am Platz. Hier da hinten nochmal dieses japanische, chinesische Garten. Aber das sehen wir danach auf jeden Fall, wenn wir extra hingehen. Wir können jetzt nicht alles am einen Tag schaffen, weil es war Bauing. Mir musste wirklich sehr früh herkommen, so am besten am Morgen. Sehr, ja, ich. Weil hier gibt es einiges zu sehen. Seht ihr das vorne? Da nochmal, schön zu sehen. Ja, also wirklich einiges zu sehen hier. Wow. Crazy. Die Polizeisirene im Hintergrund, wie immer. Der Klassiker, Berlin, Alter. Heftig, Freunde. Das ist eine Aussicht. Wow. Ja, die Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich würde sagen, die 6,50 sind aber wirklich gut investiert so für den Moment. Ehrlich gesagt, wirklich. Schauen wir mal, was für eine Aussicht. Und vom Style her ist eigentlich... Ja, Mann. Mal ein paar Sachen für TikTok, so weißt du. Guck mal hier, so Pfadfinder oder was mäßig. So... Holzhaken kannst du ja, was auch immer du hier machen kannst. Hier kannst du auf jeden Fall einen ganzen Tag verbringen. Nice place auf jeden Fall. Ja, es ist wirklich geil, wenn man sich überlegt, weil Berlin halt so riesig ist. Und es ist eigentlich, überall sind Menschen und hier kannst du mal in die Natur ein bisschen zu gehen und einfach zu entspannen halt. Weißt du? Ja, hier kannst du wirklich hitchhiken oder so. Richtig chillen, ne? Wandertagmäßig. Sowas hatten wir nie mit der Klasse gemacht. Okay, das hat vorher auch nicht existiert, finde ich. Ich glaube, Marzahn, das alles gibt es nicht so lange. Auch dieses Gärten der Welt. Ja. Ich war zum Beispiel auch ein Ding gewesen im Berliner Tiergarten. Ist auch richtig geil. Ja. Das war's, Freunde. Und wir sind wieder zurück und die ganze Tour ist zu Ende. Jetzt mal ehrlich, war geil. War geil, da könnt ihr jetzt noch aussteigen hier. War geil. Ja? Türen vollautomatisch. Und ja, es gibt nochmal eine Fahrt. Stimmt, habe ich vergessen. Es gibt nochmal eine Fahrt. Was sagst du? Wollen wir nochmal einen Döner checken hier in der Nähe? Ja, meinst du, so ein Dönerland ist gut hier in Marzahn? Was denkst du? Allgemein, ich war jetzt ja in Berlin gewesen. Ja. Und da habe ich wieder gesehen, dass der beste Döner auf jeden Fall in Berlin ist, 100%. Ja, aber was denkst du von Marzahn? Ist, weiß ich nicht. Aber ich habe schon immer hier, cooles... Ich gehe immer zum kleinen Dönerläden. Hier auch in Berlin mittlerweile. Ich nee, Marzahn immer, soll ja auch gut sein, deswegen frage ich ja, lass uns ob du Erfahrung hast. Lass können wir mal checken. Können die Leute schon mal in die Kommentare schreiben, ja, wo sie mit dem Döner hingehen. Mhm. Können wir mal durchswipen. Und schauen wir mal, wo der Dönerland ist. Aber wenn wir hier sind, können wir auch gleich schon vor Ort gucken, was ja, hier machen. Ja. Wunderschön, Freunde. Hier nochmal die letzten Aufnahmen für euch in der Luft. Hammerhart. Super safe das Ganze natürlich. Die Fahrt ist sehr smooth. Wie gesagt, wenn ihr in Berlin seid, unbedingt mal hierher. So, Freunde, das war's mit der Reise. Hat mir echt super gut gefallen. Berlin. So, Freunde, das war's. Six all in the mix. Wir waren jetzt wieder unterwegs am Start. Seilbahn hat mir wirklich sehr gut gefallen. Kamberg zusammen. War sehr, sehr geil gewesen. War sehr, sehr unterhaltsam. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Das war das allererste Mal Seilbahn. Ich bin noch nie damit gefahren. Es war sehr geil und man muss sagen, keine Wartezeit.
ja, und jetzt auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, wenn ihr jetzt nur auf die andere Seite fährt, kostet es ja die Hälfte, also 3 Euro, kann man das sagen. Sehr, sehr, sehr gut sogar, ja. Hat mir gefallen. Ja. Den zweiten Teil, der hat es auch nochmal sehr spannend eingefangen, nochmal anders wie ich. Wir haben halt wirklich zwei verschiedene Stile und die wirklich sehr, sehr spannend sind. Den zweiten Teil seht ihr auf seinem Kanal. Auf seinem Kanal morgen, ja? Einen Tag später. Und genau, ja, wenn das jetzt online ist, einen Tag später kommt, könnt ihr das bei LK Pins gesehen. Alles unten natürlich in der Verlinkung. Und ja, ihr könnt euch das angucken. Das war's mit dem Video. Seht's euch in dem Mix. Abonnieren, natürlich kommentieren. Und danke fürs Zuschauen. Wir sind raus. Grüße aus Berlin-Marzahn. Grüße aus Berlin-Marzahn.